Mit dem Vorziehen meiner Tomatillos starte ich bereits Anfang Januar, damit ich die dann noch schön zur Erntereife bringe. Hierzu verwende ich so mittelgroße Pflanztöpfe, pro Sorte ein Becher. Ich habe mich für eine Anzuchterde von Compo entschieden. Die ist bio, 100% torffrei und die Verpackung besteht zu über 80% aus Altplastik. Gleichzeitig habe ich mit der schon ganz gute Erfahrung und deswegen wird das jetzt die nächsten Jahre wohl meine Standardanzuchterde. Die Töpfe habe ich schon mal ein bisschen eingegossen, denn dann geht das Säen viel schöner. Ich schnapp mir einen Holzspieß, ziehe mit dem pro Becher und Sorte 3 kleine Einpflanzlöcher vor. Das Saatgut sind winzig kleine weiß-gelb-orangeliche Körnchen. Pro Pflanzloch gibt es einen Samen so ungefähr 1 cm tief rein. Wieder etwas Erde darüber. Und dann gibt es noch einen Einmerker. Dann gibt es nochmal ein ganz klein bisschen Erde oben auf, damit es die Samen beim Gießen keinesfalls rausspült. Dann nochmals etwas anfeuchten und ab damit auf eine Wärmequelle. Drei knackige Wochen hat es jetzt gedauert, bis sich das erste Pflänzchen aus der Erde wagt und der Topf kommt jetzt sofort runter von der Wärmequelle auf eine Fensterbank mit viel Licht, idealerweise auch wieder Sonne, sollte die mal wieder scheinen, und nur noch Temperaturen von um die 20 bis 25 Grad. Der Blick in die Weite lässt erkennen, warum es aktuell so schwierig ist, das Spargeln unter Kontrolle zu bringen. Es ist ständig neblig, dunstig und es gibt seit vielen, vielen Tagen überhaupt kein Sonnenlicht. Und genau das bräuchten die Pflanzen aber jetzt allmählich. Anfang März zeigt sich endlich die Sonne und deswegen kommen die Pflanzen direkt nach draußen. Hier die Tomatillo Mexican Husk, das ist Purple Coben, die neigen zum Spargeln, bekommen jetzt aber endlich Sonneneinstrahlung und damit dürfte sich das geben. Man hätte natürlich jetzt in der Zwischenzeit auch mit Kunstlicht arbeiten können, mache ich aber eigentlich bei keinen Pflanzen. Das Rausstellen ist jetzt aber auch wichtig, dass sie schon mal direkt die UV-Strahlung abbekommen, schon mal mit Wind Bekanntschaft machen, dadurch besser einwurzeln können und insgesamt härten die Pflanzen dadurch natürlich viel besser ab und haben später dann einen deutlich geringeren Auspflanzschock. Mitte März sieht es dann richtig gut aus. Die Exemplare, die etwas lang waren, habe ich nochmals ein klein bisschen tiefer gesetzt. Die gehen aber wunderschön ins Wachstum. Genauso auch die ganzen anderen Pflanzen. Man merkt auch einfach, dass die Tage jetzt länger werden und dass es mehr Sonnenstunden gibt. Dadurch sollten wir bis zum Umtopfen im Mai sehr schöne Pflanzen bekommen. Das hier hinten sind die Pflanzen der Sorte Mexican Husk. Die habe ich etwas tiefer gesetzt und die beginnen jetzt richtig schön Blätter aufzubauen. Jetzt, da es etwas mehr Sonne und Licht gibt. Ansonsten ist es jetzt aber natürlich kein Vergleich mehr zu vor ein paar Wochen. Ja, da sah das alles ein bisschen verspargelt aus. Und dann denke ich, müssen wir demnächst schon bald in größere Töpfe gehen und die Pflanzen natürlich trotzdem noch im Haus halten. Anfang April haben wir schon richtig große Pflanzen, vor allem die Mexican Husk. Die wächst, als gäbe es was zu gewinnen. Sie setzt tatsächlich auch schon erste Blüten an, die möchte auch bald aufgehen, ist aber natürlich sehr früh, denn der nächste Schritt ist jetzt dann erstmal wieder das Umtopfen in den größeren schlussendlichen Topf. Da setzen wir sie dann auch nochmals tiefer. Allgemein gefällt es Tomatillo und Physalis, wenn die immer mal wieder tiefer gesetzt werden. Deswegen ist das erstmal der nächste Schritt, dann sollen sie weiter wachsen und eigentlich erst dann Blüten ansetzen. Mitte April ist es dann Zeit zum Umtopfen. Ich schnapp mir einen großen Topf, hol mir frischen eigenen Kompost für die Nährstoffversorgung. Damit es nicht zu scharf wird, auch etwas Erde aus dem Garten. Dann kommt auch noch etwas Anzuchterde mit rein. Dann ist die Umgewöhnung für die Pflanzen nicht so stark. Dann habe ich hier beispielsweise die Mexican Husk. Die sind schon fleißig am Blühen, da wird es höchste Zeit. Ich setze die einzelnen Pflanzen jetzt nochmals deutlich tiefer. Da kann man ruhig auch die unteren zwei Blätter nochmals abmachen und den Stielbereich wieder mit Erde bedecken.
Dann gibt es für jede Pflanze noch einen Stützstab. Und so geht es jetzt erstmal wieder zurück ins Haus. So sieht es dann aus, wenn alle untergekommen sind. Und so schön diese ganzen Blüten hier auch aussehen, solche wie diese hier, die da einfach so mittig drin sitzen, die zwicke ich raus. Genauso auch die hier. Wir haben jetzt Mitte April, sind im Haus, da brauchen wir noch keine Blüten. Die Pflanzen sollen jetzt den Power erstmal ins Wachstum stecken, sollen lieber noch etwas schöner verzweigen. Und genauso auch bei der hinteren Pflanze. Das reicht, wenn die dann draußen blüht im Mai. Aber jetzt nach dem Umtopfen soll die Kraft erstmal ins Wachstum. Mitte Mai stelle ich Tomatillo und Physalis raus, damit sie die jetzt langsam mal an das Maiwetter gewöhnen können. Sie stehen aber hier noch immer im Bereich der Terrasse, damit der Übergang nicht allzu extrem ist. Man sieht es, die Pflanzen bekommen hier trotzdem einiges an Wind ab, wackeln ein bisschen rum. Bei der Mexican Husk habe ich leider auch eine Pflanze abgebrochen, die ist beim Runtertragen abgeknickt. Aber wir haben noch immer zwei Pflanzen, also wir bekommen auf jeden Fall was zu ernten. Und auch die hier hängt allmählich ganz schön im Wind, das heißt, wir binden die ein bisschen an. Nur eine kleine Schlaufe, damit sie nicht so stark vom Wind gebeutelt werden kann. Das reicht schon. Und dann in einigen Tagen wandern sie an die Scheunenwand, an die Südseite. Ja, Ende Juni ist es höchste Zeit für ein Update. Die Pflanzen haben sich super entwickelt, ordentlich Blattmasse zugelegt. Alles ist voll Blüten. Der erste Sturm ist überstanden. Das hier ist die Mexican Husk. Die bildet schon sehr fleißig Lampions aus und präsentieren quasi ihre Frucht. Sehr identisch hier die andere Sorte Purple Coben. Auch da finden wir schon einige Lampions. Natürlich genauso viel Blattmasse, viele, viele Blüten. Die letzten Wochen gab es leider überhaupt keinen Regen. Das heißt, ich gieße hier alle zwei Tage. Habe unten drin etwas Rasenschnitt, damit sich die Feuchtigkeit besser hält. Und auf diese Weise komme ich mit den Pflanzen bisher ganz gut durch. Der Blick von oben zeigt ja, wie schön breit die schon werden. Ende Juli und Anfang August hat es viel geregnet, jetzt Mitte August ist es wieder brütend heiß. Die Mexican Husk mit grüner Farbe wird normalerweise nicht roh gegessen, sondern die kann man beispielsweise ordentlich anbraten. Auch bei der Purple Coben ist schon einiges reif. Man kann mal so ein bisschen an denjenigen anzupfen, die noch dranhängen. Ansonsten sind aber auch schon einige abgefallen. Ebenfalls grünlich, allerdings mit eindeutig erkennbaren Lila-Stich. Ja, und ich sammle die jetzt einfach mal alle fleißig ein. Das hier mal eine erste Ernte der Tomatillos, Mexican Husk und Purple Coben, ungefähr gleich in Ertrag und Größe. Und die werde ich mir jetzt mal anrösten. Anfang September sind die nächsten Tomatillos reif. Wenn die ein bisschen mehr Sonne abbekommen und so etwas mehr gelblich werden, dann sind die deutlich besser, als wenn die noch komplett grün sind. So wirklich warm bin ich mit ihnen trotzdem noch nicht geworden. Vor allem hier die Purple Coben. Die finde ich schön abgereift, frisch vom Strauch. Am besten nach einigen Sonntagen. Wesentlich besser, wie wenn ich die irgendwie gekocht zubereite. Dann aber setze ich doch lieber auf solche Physalis wie Lori, Deep Orange oder Heidmann und bin gar nicht so erpicht darauf, die hier weiterhin anzubauen und Salsa daraus zu bereiten, weil es doch etwas sehr viel Aufwand für so ein klein bisschen Dip ist, in den dann noch haufenweise andere Zutaten wandern, um da scheinbar den Geschmack noch etwas zu verbessern. So, Mitte September, da geben die Pflanzen allmählich nach. Das ist die Mexican Husk. Die hat wohl auch etwas in der Sommerhitze gelitten, oder besser gesagt in der Herbstsonne, denn im September hatten wir viel pralle Sonne, nahe der 30 Grad. Das Ganze hat dadurch aber jetzt mittlerweile einen leicht süßlichen Geschmack, allerdings auch noch eine stark saure Note. Etwas aufrechter noch die Purple Coben, aber auch die sackt allmählich zusammen. Es reift einiges ab, jetzt auch mit schön lila Färbung. Das einzige Problem, das ich mit beiden sehr ertragreichen und gut wachsenden Pflanzen habe, ist einfach, dass ich nicht so recht weiß, was ich damit anfangen soll. Man kann die roh essen, da sind die ganz in Ordnung. Die Mexican Husk etwas besser,
als die Purple Coban, aber für den Verzehr direkt vom Strauch. Da sind natürlich Physalis wie Lori oder Deep Orange wesentlich besser. Und so wirklich tolle Rezeptideen habe ich bisher auch nicht entdeckt. Also wenn ihr da etwas sehr empfehlen könnt, schreibt es mir gerne in die Kommentare.